Das Thema Wissenschaftskommunikation ist von Anfang an einer der Schwerpunkte der Klaus-Schirrer-Stiftung, weil wir einfach festgestellt haben, wir sind ja im Bereich tätig der Förderung für die Mathematik, die Informatik, die Naturwissenschaften schlechthin, dass für diese Fächer vielleicht eine zu schlechte Lobby, dass es eine zu schlechte Lobby gab, und wir wollen mit der Wissenschaftskommunikation erreichen, dass man diese Fächer einfach mehr wertschätzt. Formate, mit denen wir Wissenschaftskommunikation versuchen zu transportieren, sind eigentlich in fast jedem unserer Projekte beinhaltet, aber vielleicht als herausragende Beispiel haben wir das Thema Jugend präsentiert. Da werden also Schüler angeleitet im Präsentieren naturwissenschaftlicher Themen. Das heißt, sie werden im Präsentieren geschult, haben dann die Möglichkeit, in einem Videoclip, den sie uns anreichen, oder auch live dann vor einer Jury ihre Präsentation zu geben. Und dafür werden sie prämiert. Wir schulen aber in diesem Programm auch die Lehrer, weil auch Lehrer in Präsentationstechnik, ich will jetzt nicht sagen Defizite haben, aber sie sind zumindest angetan, dass auch sie das Präsentieren so perfekt beherrschen, damit, dass sie es den Schülern vermitteln können. Wir haben als Leuchtturmprojekt sozusagen den Klaus-Schirrer-Preis für verständliche Wissenschaft. Ein Projekt, das wir von Anbeginn der Stiftung mehr oder weniger an schon fördern. Hier haben junge Wissenschaftler die Möglichkeit, ihre Doktorarbeit in verständlicher Weise darzustellen, in einem Kurztext, der dann auch, sofern sie prämiert werden, im Bild der Wissenschaft ausgeschrieben wird, mit Fotografien aus den jeweiligen Forschungseinrichtungen. Und das Besondere daran ist, die Sieger bekommen also einen Geldpreis und eine Einladung nach Heidelberg zur Stiftung, werden dort auch in einer Feierstunde geehrt, aber alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ein Präsentationstraining zu absolvieren. Ich denke, dass Wissenschaftskommunikation deshalb noch nicht angekommen ist, weil die Wissenschaftler es durchaus begrüßen würden, zu kommunizieren, aber man einerseits diese Leistung schon im Studium gar nicht anerkennt. Wenn man die Kommunikation mit ins Studium integrieren würde und das entsprechend mit Credit Points honorieren würde, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch bei den jungen Wissenschaftlern mehr verbreitet wäre und besser ankommen würde.